Sie sind mutig, verwegen und kämpfen mit aller Macht gegen das Böse. Comic-Superhelden. Der maskierte Spider-Man, der wütende Hulk und die tapferen X-Men. Seit mehr als 60 Jahren haben sie Fans in aller Welt. Der Kunstmaler Marko Djordjevic hat die alten Helden neu interpretiert. Comics haben noch nie so viele gute Künstler angezogen wie heute. Also wenn man heute sich Comics anguckt und die vergleicht mit dem, was vor 10 Jahren auf dem Markt war, dann ist das unglaublich. Also es hat endlich Anreiz gekriegt, für echte Künstler auch in der Branche zu arbeiten, weil sie die Möglichkeit haben, sich auszutoben. In seinem Berliner Atelier zeichnet der 31-Jährige jeden Monat bis zu 8 Titelbilder, an denen sich dann hunderttausende Leser erfreuen. Das Cover eines Comic-Hefts entscheidet über seinen Verkaufserfolg. Dafür bringt der Zeichner seine Superhelden zunächst ganz klassisch mit Bleistift zu Papier. Mehr als 250 Titelbilder hat er bereits gemalt. Dazu eine eigene Serie über den Superheldenklassiker Thor. Wenn die Bleistiftskizze fertig ist, füllt er die Vorzeichnung am Computer mit Farben. Und zwar so, dass das Bild wie ein Ölgemälde wirkt. Viel von der Arbeitszeit geht tatsächlich in die Ideenfindung. Also ich verwende quasi den Großteil dieser Anfangsphase, dieser Konzeptionsphase darauf, die richtige Idee zu haben, damit ich während des Arbeitsprozesses einfach bei der Stange bleiben kann. Marko Djordjevic ist Autodidakt. Aufgewachsen in der westdeutschen Provinz, studiert er als Jugendlicher Dutzende von Anatomiebüchern. Eine Kunstschule hat er nie besucht. Ich gehe bei jedem Job, egal was er ist, mit derselben Euphorie dran und mit demselben Tatendrang und mit demselben Gefühl im Bauch, einfach möglichst gute Arbeit abzuliefern. Wie die meisten seiner Superhelden schätzt der Zeichner das Leben in der Großstadt. Bevor er nach Berlin kam, zeichnete er in San Francisco Figuren für Computerspiele. 2006 erhielt Marko Djordjevic das Jobangebot seines Lebens. Marvel, einer der größten Verlage für Superhelden-Comics, hatte ihn im Internet entdeckt. Von Berlin aus zeichnet er nun für Leser in aller Welt. Menschen machen halt Spaß. Menschen in urbanen Zonen wie Berlin sind halt sehr darauf bedacht, Individuen zu sein und neue Sachen zu erfinden. Und das inspiriert einen als Künstler natürlich. In der Comic-Szene ist Marko Djordjevic mittlerweile selbst ein Held und bekommt jeden Monat hunderte Fanmails. Ab Mai ist sein Stil auch im Kino zu sehen, in der Superheldenverfilmung Iron Man 2.